Weihnachten steht vor der Tür. Die Adventszeit gilt als Zeit der Entschleunigung. Heuer ist der Advent allerdings für uns alle anders als gewohnt. Keine Punschhütten, kein Riesenrad oder Ringelspiel und trotzdem erstrahlt der Leobner Hauptplatz in weihnachtlichem Glanz. Bei Dunkelheit kann man mit dem Licht sehr viele schöne Effekte erzielen und das haben wir gemacht. Die Neuigkeit ist jetzt dieser Lichterbogen, den wir jetzt im Bild hinter mir sehen können, der natürlich die ganze Adventszeit über hier strahlen wird. Und wir haben uns gedacht, es wird wieder eine Zeit nach Corona kommen, in der wir wieder ein bisschen näher zusammenrücken können, ein bisschen feiern können. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser Lichterbogen auch anlassbezogen bei anderen Veranstaltungen Anwendung findet. Der Torbogen ist 12 Meter breit und 8 Meter hoch. Die 800 Kilogramm schwere Alu-Konstruktion wurde in 9 Arbeitsstunden aufgebaut. Rund 1 Kilometer LED-Lichterketten wurden verbaut. Außerdem hat man sowohl in der Innenstadt als auch in den Stadtteilen die Weihnachtsbeleuchtung erweitert und erneuert. Ja, es ist ein vielfach geäußerter Wunsch der Bevölkerung von Leoben, dass wir in allen Stadtteilen ein bisschen weihnachtliche Stimmung durch die entsprechende Weihnachtsbeleuchtung schaffen. Das haben wir schon seit vielen Jahren gemacht und dann und wann gibt es immer wieder Erneuerungen und auch diesmal in einigen Stadtteilen kann man dieses Adventlicht, Weihnachtslicht bewundern. Noch ist nicht sicher, ob man ab 7. Dezember die Kunsthandwerkshütten öffnen darf. Aber man hat sie auf jeden Fall zu einem Hingucker gemacht. Leobner Sehenswürdigkeiten in Kleinformat zieren nun die Hütten. Sozusagen ein Leobner Minimundus. Die Frau Wasler ist Unternehmerin aus der Region. Geholfen hat ihr die Frau Bamberger, die ist Künstlerin. Und diese Hütten sind nicht einfach nur foliert oder bedruckt, sondern sie sind wirklich handgemalt und in Acryltechnik und mit Versierungen aus Blattgold hergestellt.